Hey, schön, dass du bei diesem Video dabei bist. Der Hannes hier und ich möchte dir in diesem Video deine ersten drei Melodien auf der Gitarre zeigen. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass du dabei bist. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, was du vielleicht sonst noch so an Melodien gerne in Zukunft hier auf meinem Channel lernen wollen würdest. Und ich kann dir nur noch mal empfehlen, in der Videobeschreibung auch zu schauen. Da findest du meinen Crashkurs, der ist genau richtig für dich, wenn du in die Welt der Gitarre jetzt einsteigen möchtest und das richtige Basiswissen zur Haltung des Plektrums der Gitarre und so weiter mit auf den Weg bekommen möchtest. Vollkommen kostenlos, dieser Crashkurs. Check it out und los geht's. Ich zeige dir jetzt, was du in diesem Video für Melodie schön lernen wirst. Also drei sehr bekannte Melodien, falls du sie nicht erkannt haben solltest oder du vielleicht denkst, das kenne ich irgendwoher, wie heißt das nochmal? Das erste war von Star Wars, die Melodie, wenn Darth Vader da so rein spaziert kommt, wenn es düster wird. Das zweite war Shape of You von Ed Sheeran, diese Melodie, die den ganzen Song über durchläuft. Und das dritte war natürlich Seven Nation Army. Alles Melodien, die im Prinzip bekannt sein sollten. Jetzt kennst du auch die Namen davon und los geht's. Wir starten hier mit dem Mittelfinger im zweiten Bund auf der D-Seite, das ist die dritte Seite von dir aus gesehen, hier in diesem zweiten Feld. Und die spielst du dreimal an mit deinem Plektrum. Oder kannst es auch zupfen, wenn du kein Plektrum hast, mit dem Daumen. Ganz egal, Hauptsache Musik machen. Dann wechselst du mit dem Ringfinger in den dritten Bund auf der A-Seite, das ist die zweite Seite von dir aus. Also hast du dreimal den Ton. Dann spielst du die leere G-Seite, das ist die vierte Seite von dir aus betrachtet. Die hier. Und dann geht es wieder zum ersten Ton zurück. Fassen wir also zusammen. Dreimal den Ton hier im zweiten Mund auf der D-Seite. Eins, zwei, drei. Einmal den im dritten Mund auf der A-Seite. Leere G-Seite. Und wieder zurück zum ersten. Also. Und dann hängen wir nochmal. Dritter Bund A-Seite, leere G-Seite und zweiter Bund D-Seite dran. Nochmal zusammen, dann komplett so. Nochmal das Ende. So, wenn du jetzt Schwierigkeiten hast damit, dass der Ton rauskommt, achte darauf, dass die Finger steil genug stehen, ja? Dass sie nicht zu sehr so liegen. Das ist ganz wichtig. Wenn du auch Schwierigkeiten haben solltest, das jetzt hier mit Mittel- und Ringfinger zu machen, ist es auch kein Problem, das am Anfang erstmal nur alles mit dem Zeigefinger zu greifen. Okay? Ja, aber das als Orientierung, das kannst du dann im zweiten Schritt vielleicht machen, wenn dir das noch zu schwer fällt. Dann aber im zweiten Schritt, wie gesagt, mit Mittel- und Ringfinger das probieren. Folgendermaßen geht es dann weiter. Dann spielst du die leere H-Seite, das ist die zweite von unten, dreimal. Dann greifst du im ersten Bund auf der zweiten Seite von unten, dann die leere G-Seite, also leere H-Seite dreimal, erster Bund H-Seite, leere G-Seite ist die dritte von unten, dann in den ersten Bund auf der D-Seite ist die dritte von dir aus und dann nochmal dieses Ende, dritter Bund A-Seite, leere Bund, leere G-Seite und zweiter Bund D-Seite. Das ist im Prinzip das gleiche Ende wie beim ersten Part, ja? Also haben wir das insgesamt jetzt folgendes. G-Seite, erster Bund D-Seite und nochmal langsam zusammen. Ich gebe jetzt einfach mal die Bundzahlen an, also in welchem Bund wir uns befinden, okay? 2, 2, 2,
2, 2, 3 auf der A-Seite, 0, G-Seite, 2, 3, 0, 2 und leere H-Seite, die zweite von unten, 1, 2, 3, erster Bund, leere G-Seite, erster Bund, D-Seite, dritter A, leere G-Seite, zweiter Bund, D-Seite und nochmal. Dass jetzt zu viele Parts schon auf einmal sind. Mach es Stück für Stück. Erstmal nur zwei Töne. Und dann wechselst du zwischen denen erstmal hin und her. Das Wichtigste ist, dass du dir dein Tempo rauspickst. Und ich versuche hier natürlich für jeden das richtige Tempo zu finden. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Deswegen fühl dich nicht überfordert oder unterfordert. Ja? Wenn du merkst, oh, ich komme da ganz schnell durch, mega geil. Wenn es noch nicht sofort klappt, alles cool. Ja, das Wichtigste ist, dass du das Ganze sauber ausführst und wenn du merkst, boah, irgendwie kommt gar kein Ton raus oder der schnarrt irgendwie, ich kann dir nur ganz dringend empfehlen, schau in der Videobeschreibung nach, mach den Crashkurs, der wird dir diese ganzen Haltungsgrundlagen mit auf den Weg geben. Du lernst da wirklich viele nützliche Dinge, die dir helfen werden, auch dieses Tutorial gut auf die Kette zu kriegen, damit du hier deine ersten geilen Melodien spielen kannst. Kommen wir jetzt zur zweiten Melodie, Shape of You von Ed Sheeran. Und zwar starten wir mit dem Zeigefinger im zweiten Mund auf der H-Seite. Das ist die Seite, zweite Seite von unten. So, und dann spielen wir das im Wechsel im fünften Mund mit dem kleinen Finger. Oh, du kannst auch wieder hier hin und her springen. Ich finde das zwar dann ein bisschen sehr gefaked, aber ich würde dir da empfehlen, wirklich zu gucken, dass du es im Wechsel mit dem kleinen Finger oder dem Ringfinger auch von mir aus hinbekommst. Also, 2, 5, wieder zurück, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2. Ja, erstmal bis dahin. Erstmal diesen Wechsel zwischen den beiden Tönen hin und her bekommen. Und dann kannst du auch jeweils den anderen Finger dann wieder loslassen. Hier Zeigefinger drücken, loslassen und mit dem kleinen Finger drücken. Also 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 4, 2, 0. Den vierten Bund drücke ich dann mit dem Ringfinger. 4, 2, 0. Das ist das erste Ende. Und dann gibt es gleich, es wird wiederholt, dann gibt es ein zweites Ende, das ein bisschen anders geht. Also 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 4, 2, 0. Von vorne. 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 5, 4, 0. Also das zweite Ende ist 5, 4, 0 und dann geht es wieder von vorne los. 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 4, 0. Das Ganze dann schnell. Shape of You. Und kommen wir jetzt hier zu unserem Fußball-Gröhl-Mitglied. Ja, ursprünglich ist es eigentlich ein ziemlich cooler Song, der leider durch alle möglichen Sachen verwurstet worden ist und ist irgendwann im Fußballstadion gelandet. Seven Nation Army von den White Stripes. Starten mit dem Zeigefinger im siebten Bund auf der A-Seite. Das ist die zweite Seite von dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist bei den meisten Gitarren auch ein Punkt in diesem Bund, ja? Also 7, 7 und dann entweder springst du mit dem Zeigefinger hin in den 10. Bund oder greifst das auch mit dem kleinen Finger. 7, 7, 10, 7. Also wieder zurück. Da kannst du wieder üben, zwischen diesen beiden Tönen erstmal hin und her zu wechseln. 7, 7, 10, 7. 7, 7, 10, 7. Wenn du das dann gut kannst. Also 7, 7, 10, 7. Ich gebe hier immer die Bünde an, dass du dich nicht fragst, was diese Zahlen nicht bedeuten. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2. Nochmal. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2. 7, 7, 10, 7, 5, 3.
das erste Ending. Es gibt auch da wieder ein zweites Ending. Also der Anfang ist gleich. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 5, 3, 2. Das heißt, wir gehen nicht direkt auf den zweiten Bund, sondern gehen nochmal den Umweg über den fünften und den dritten Bund. Also zweites Ending. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 5, 3, 2. Nochmal. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 5, 3, 2. Von vorne jetzt mal mit dem ersten Ende. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2. Da bleibt man sehr lang auf 3 und 2. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 5, 3, 2. Und nochmal, come on. 7, 7, 10, 7, 5, 3, draufbleiben, 2. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 5, 3, 2. So, bei dem Song ist es natürlich ein bisschen so, das ist eigentlich, ich weiß, streng genommen nicht als Melodie zu bezeichnen, sondern das ist im Prinzip eher die Basslinie oder die von der Gitarre gespielt wird tatsächlich mit dem Effekt, deswegen klingt die so tief. Aber es ist trotzdem eine sehr einprägsame Melodie, die einfach Spaß macht, wenn man die dann spielen kann. Und man setzt sich aber auch denkt, hey cool, ich kann wieder eine neue Melodie spielen. Soll ja auch motivieren das Ganze. So, ein bisschen was zum Thema Technik. Wie gesagt, schau, dass du mit den Fingern steil genug stehst und dass du nach Möglichkeit deine Finger hier nicht so hinlegst, weil dann kannst du recht schlecht den Druck aufbauen und drück nicht auf den Stäbchen selber, auf den Metallstäbchen, sondern kurz davor. Dann klingen die am saubersten. Und den Gegendruck lieferst du mit dem Daumen. Den Daumen auch nicht hier so überstehen lassen, sondern unterhalb des Halses, sodass du im Prinzip hier so die Seite zwischen Hals und deinen Fingern zusammenquetschen kannst. So, so viel dazu. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks haben willst zum Thema Gitarre lernen, Haltung, Akkorde lernen, Melodien lernen, eine Akkordübersicht bekommen möchtest, schau in der Videobeschreibung nach meinem Crashkurs. Der wird dir dabei helfen, hier deine ersten drei Melodien cool auf die Kette zu kriegen mit viel Spaß. Nimm dir vor allem nochmal den Tipp, dein Tempo, mach langsam, wenn du es brauchst, mach schnell, wenn du es kannst. Wunderbar, mega geil. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao.